Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch eine Runde mit durch meinen Tag. Ich muss gerade ein bisschen lachen, mein Patenkind steht da und beobachtet mich. Heute ist nämlich Patentag. Ich freue mich riesig, dass ihr da ist. Wir wollen uns später noch die Fingernägel lackieren, wollen jetzt aber erstmal ein leckeres Eis essen gehen oder Kuchen. Ich bin ja für Kuchen, ne? Oder Pizza. Pizza ist noch besser. Ja, das Wetter ist auf jeden Fall total schön. Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. Und dazu, also zu diesem Video sozusagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß und los geht's. So viele auf Instagram dieses Teilchen hier so gefeiert haben, wollte ich es ganz gern auch hier auf YouTube einmal zeigen. Das war ein Schnäppchen, Schnäppchen des Tages. Und zwar war ich im Möbelgeschäft wegen des Hauswirtschaftsraumes. Und dann ist mir an der Kasse dieses Teil aufgefallen. Und eigentlich ist es für draußen gedacht. Ich finde, das passt nämlich super gut dazu. Und jetzt Achtung, schaut mal, ich halte es mal kurz zu. Eigentlich würde es 89,99 kosten, dann war es reduziert. Und ich habe dafür bezahlt 10 Euro. Könnt ihr ja mal schauen, vielleicht findet ihr das Ganze noch. Also ich finde es mega, mega schön. Sehr praktisch, auch für den Liam, da setzt er sich immer schön drauf. Also er hat es schon getestet, sagen wir es mal so. Draußen ist es allerdings nass, deshalb stelle ich ihn natürlich nicht raus. Wollte ich euch aber auch nicht vorenthalten. Okay. Meine Lieben, wir haben es jetzt ein paar Tage später. Irgendwie ist es wie verhext. Mein Laptop nimmt die Sachen, die ich gefilmt habe, nicht an. Ist nicht schlimm. Ich nehme euch weiterhin mit durch dieses Video. Ich habe ein paar richtig tolle Sachen geplant. Unter anderem ein Projekt für den Liam, und zwar seine Küche. Zeige ich euch, was da angekommen ist. Richtig, richtig süß, vielleicht auch als Inspiration für euch. Wir kochen dann noch eine Runde gemeinsam. Ich bekomme nämlich noch Besuch. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, dass jetzt plötzlich ein Cut hier entsteht, wollte ich euch einfach Bescheid sagen. Vermutlich hätten es die wenigsten gemerkt, aber ich sage es lieber mal dazu. Also weiterhin viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, ich zeige euch jetzt mal die Küche, wie sie im Moment aussieht. Es ist nur ein kleines Stückchen Wand, das ich gerne streichen möchte. Ich war dazu im Baumarkt und habe Farbe gekauft. Letztendlich bin ich sehr gespannt, wie sie jetzt dann an der Wand aussieht, ob sie mir noch genauso gut gefällt wie im Baumarkt. Dort wird dann eben die Küche hingestellt. Ich wollte es einfach farbig haben, weil es kindgerecht ist. Und ja, bin sehr gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird. Projekt Küche kann starten. So sieht es jetzt aus hier. Hier haben wir schon angefangen. Der Liam und ich haben ein paar Sachen aufgebaut, rausgeholt und wir sind schon fleißig am Kochen. Bis die Küche halt steht, ne? Ist klar. Ne, Liam? Postbote war da. Yay! Meine neuen Produkte von Beauty Mate sind angekommen. Hatte ich euch auch in meinem DM-Haul gezeigt. Hier meine Tagescreme und hier einmal die für trockene Haut. Die haben jetzt ihr Design übrigens geändert, habe ich gemerkt. Und hier sind noch zwei Booster. Ich glaube, mein Rabattcode ist noch gültig. Ich bin mir gar nicht sicher. Schaut da einfach gerne mal vorbei, falls ihr euch die Produkte mal anschauen möchtet. Das räume ich dann alles weg. Und wir waren noch ganz spontan bei Action. Es gibt jetzt einen kleinen Action-Haul tatsächlich, denn ich muss euch die Sachen unbedingt zeigen, weil die so, so schön sind. Wir waren auch noch kurz bei Nanunana. Also bei Action gibt es immer so, so viele tolle Angebote. Vor allen Dingen liebe ich ja hier immer diese tollen Blöcke. Bei denen hier ist es jetzt so, dass man sich Karten selbst basteln kann. Also hier
könnt ihr sehen, man kann sich das Ganze dann abmachen. Und ich finde es halt sehr speziell, vor allen Dingen diesen Block hier. Den musste ich unbedingt mitnehmen, weil ich das so süß fand. Hier zum Beispiel Made with Love, dann kann man das schön anmalen. Das können auch die Kinder zum Beispiel machen. Und dann kann man das eben schön verschenken. Das ist was ganz Persönliches und eben Individuelles. Da hat man ganz, ganz viele schöne Karten. Für wenig Geld, also richtig, richtig toll. Mag ich ja sehr gerne bei Action solche Sachen. Und ansonsten habe ich noch diese Besteckkastenteile da mitgenommen. Dazu sage ich euch gleich noch was. Diese Körbe durften auch noch mit, die waren auch recht günstig. Da kann man immer schön die Sachen reinpacken, zum Beispiel im Bad, wenn man das Ganze auch aufhängen kann. Ich habe sie jetzt aber speziell fürs Kinderzimmer gekauft. Ansonsten habe ich für den Liam noch Windeln mitgenommen. Da gab es ein Mega-Angebot. Da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen geärgert, dass ich nur eine große Packung mitgenommen habe. Da könnt ihr immer mal die Augen offen halten, weil die wirklich tolle Angebote haben. Ansonsten habe ich noch diese Platzteile hier mitgenommen. Wie nennen die sich? Platzdeckchen? Ich weiß es nicht. Ist ja jetzt kein Deckchen, weil es nicht aus Stoff ist. Aber ich fand es total schön, weil ich ja diese Platzteller hier habe. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich habe jetzt einen schon mal draufgestellt, weil ich mir das Ganze anschauen wollte. Dann eben vielleicht für Weihnachten. Und ansonsten machen wir mal weiter. Mal aus der Tasche raus, damit es nicht so ein Gekrutschel gibt. Also Schokolade dürfte mit, denn wir treffen uns ja bald, die Conius und ich. Und deshalb werde ich das noch so mit ins Paket reinstecken. Nervennahrung, Tesa, hier noch so ein Tesa-Halter-Dingens. Und das ist für die Jungs. Das war auch sehr, sehr günstig. Das kostet normalerweise beim DM 3 Euro noch was und bei Action 1,99 Euro, glaube ich. Und hier das noch fürs Bad. Und das Teil hat mir eben besonders gut gefallen, weil das hier eben aus Holz ist. Oder das sieht eigentlich aus wie Bambus, kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Jedenfalls, doch, da steht's, Bambu-Handle. Ja, doch. Und hier Zahnbürsten, was wieder zum Basteln, Washi-Tape. So sieht das aus. Das ist halt immer alles ultra günstig bei Action und dann nehme ich das sehr, sehr gerne mit, weil ich ja gerne bastel, eben speziell Karten. Geschenkpapier dürfte mit und ansonsten habe ich noch bei Nanunana diese Flasche hier gekauft. Da wird jetzt endlich mal das Olivenöl reinkommen aus Italien von meinen Eltern, denn ich habe ja immer nur diesen riesen Bottich da stehen und das ist echt kompliziert. Ich weiß nicht, warum ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, einfach mal so eine Flasche zu kaufen. Ansonsten waren wir noch bei Müller. Mein Mann hat sich noch dieses Teilchen hier mitgenommen, vegan und so, wisst ihr Bescheid. Und ich habe tatsächlich mal diese Teile mitgenommen. Kennt ihr jemand von euch zufälligerweise? Ich bin ja mit meinem Parkettboden etwas kompliziert und sehr, sehr vorsichtig. Deshalb, ja, ich werde es mal testen, werde euch berichten, wie ich die finde. Und bei Action durften übrigens auch noch diese Teile hier mit, die fand ich irgendwie total cool, für Pommes. Man kann natürlich auch noch andere Sachen reinpacken, Gemüsesticks zum Beispiel, fand ich jetzt sehr speziell, wenn man zum Beispiel Gäste hat. Einfach mal was anderes. Und jetzt sage ich euch noch was zu diesen Teilen. Also hier ist das Teil, das ich mir für den Besteckkasten gekauft habe. Allerdings habe ich mir da ein bisschen was anderes vorgestellt. Das Problem ist, dass das einfach zu kurz ist. Also wir haben das jetzt mal rausgemacht. Denn unsere Schublade sieht eher aus wie Kraut und Rüben. Ja, weil jeder immer alles reinwirft. Und die Sachen, die ich eben unterbekommen möchte, wären länger als dieses Teil. Jetzt hat mein Mann überlegt, das vielleicht mit der Stichsäge abzuschneiden. Also wir müssen mal gucken. Jedenfalls sind die Teile richtig cool, weil man sie eben ausziehen kann. Ne? So, und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die richtige Lösung für diese Schublade hier finden. Zwei Sachen habe ich euch noch vorenthalten. Also einmal noch dieser schöne Block. Schaut mal, wie schön der aussieht. Oh mein Gott. Also bei sowas bin ich ja Feuer und Flamme, ne? Da kriegt man mich mit sowas. Ich finde das halt sehr speziell, wenn man da ganz viele tolle Sachen eben mit basteln kann. Und jetzt zeige ich euch noch was für ein Liam. Das habe ich bei Nanunana gekauft. Hier ist übrigens das Pampasgras aus unserem Garten. Nicht wundern, ich habe es einfach nur mal zwischengelagert. Ich habe keine Ahnung. Ich muss es noch zurechtschneiden und ja, mich drum kümmern. Jedenfalls hat der Liam sich hier eine Vase draufgestellt. Warum auch immer. Auch er dekoriert schon. Ich habe noch diese Teile hier mitgenommen von Nanunana. Ja, ja, die waren leider nicht ganz so günstig, aber bei Action gab es die nicht. Und ich wollte was, wo der Liam sich noch schön draufsetzen kann und das weich ist. Ja, deshalb durften die mit. Projekt Küche.
Ja, ich bin noch nicht fertig, kann man sich wahrscheinlich auch denken. Ich habe jetzt auch nicht alles ausgepackt. Das hier zum Beispiel, das ist jetzt noch komplett zu, also neu und original verpackt. Es wird sonst auch zu viel. Ne? Also das hat mir zum Beispiel total gut gefallen, dem Liam auch. Ach Gott, da war er jetzt gerade Feuer und Flamme, hat da versucht, einen Kuchen zu backen. Hier ist noch die Schüssel dazu. Hier ist auch noch ein Ei. Also es ist einfach so herzallerliebst gemacht. Die Schüssel packt man dann hier einfach so drunter. Und dann können die Kinder eben Kuchen backen. Richtig schön gemacht. Sehr, sehr hochwertig. Und hier kann man dann noch drehen. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier noch nicht fertig. Ich habe mir gedacht, dass ich die Küche vielleicht bis an die Wand hier rücke und hier vielleicht noch ein Regal dazu kaufe, sodass er eben mehr Möglichkeiten hat, das Ganze auch zu verstauen, weil letztendlich kann es ja jetzt hier so nicht am Boden stehen bleiben, ist ja klar. Und hier muss ich auch mal gucken, dass ich das Ganze dann eben anders arrangiere. Ich habe es jetzt einfach nur mal so provisorisch hingestellt, damit man ein bisschen was erkennen kann. Ja, mir gefällt es aber bisher super gut. Der Liam freut sich über seine Küche und er hilft mir jetzt beim Kochen. Also während ich koche, ist er dann eben auch beschäftigt. Also es gibt Bruschetta als kleine Vorspeise. Dann habe ich frische Champignons angebraten mit Zwiebeln für den Salat. Gurkensalat gemacht, das ist für den Liam, weil ich das Chili scharf gewürzt habe. Hier, ne, mit den Jalapenos, deswegen habe ich für ihn ein bisschen was raus. Hier lecker Wasser mit Minze. Reis und der Rest, der kommt jetzt auch gleich noch. Salat habe ich auch noch schnell gemacht. Und da haben wir jetzt noch das Chili. Bin gespannt. Ich hoffe, dass es nicht zu scharf geworden ist für meine Gäste. Also ich kann euch jetzt leider in diesem Video nicht das Endergebnis zeigen. Wie gesagt, ich wollte hier noch ein Regal dazu kaufen oder irgendwie ja so eine Halterung. Ich muss mal gucken, was es da gibt. Werde euch das natürlich aber dann im nächsten Vlog einfach zeigen. Aber bisher finde ich es schon sehr gelungen. Mir gefällt es total gut und der Liam wird sicher seinen Spaß haben. So, hier habe ich jetzt auch noch was. Ich bin gespannt, wie es letztendlich aussehen wird. Ich zeige es euch dann, wie gesagt, sehr, sehr gerne in den nächsten Vlogs. Mal schauen, wann ich es dann eben fertig habe. Das geht eben nicht von heute auf morgen bei uns. Da braucht es immer ein bisschen Zeit. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Der Liam ist nämlich schon startklar. Wir wollen ein bisschen spielen und kochen. Ich hoffe, dass dieses Video eine kleine Inspiration für euch war. Ich habe das ja so ein bisschen bunt gemischt dieses Mal. Vom Kochen bis zum Action Hall. Hier habe ich euch gezeigt, dass wir ein bisschen was verändert haben und ich wollte euch einfach mal wieder ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, das habe ich geschafft und vor allen Dingen hoffe ich, dass ich euch ein bisschen inspiriert habe. Schaut gerne mal unten in der Infobox. Ich versuche euch ja immer alles rauszusuchen. Nein, keine bezahlte Werbung und so weiter. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Dann wünsche ich euch jetzt nur das Beste. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!